Mit der App 3D-Grafikrechner von GeoGebra kann ich im Tablet dreidimensionale Figuren zeichnen. Auch hier habe ich auf der linken Seite vom Bildschirm die verschiedenen Werkzeuge, die ich kann durch Klick mit mehr oder mehr aufweisen lassen. An auf der rechten Seite vom Bildschirm sind Zeichnungen angewiesen. Durch Klick auf Zahnrad-Symbol kann ich auch hier wählen, dass Taxen sollen angewiesen gehen oder nicht. Die Ebene, den ersten großen Teil. Ob Koordinatengitter soll angewiesen gehen, also weiter. Schluss und Taxen nochmal weg, die Ebenen auch weg und Koordinatengitter lasse ich nochmal sehen. Wenn ich nur Würfel will zeichnen, wähle ich Werkzeugwürfel aus. Hier innen kann ich durch Klick auf Hilfe mal aufweisen lassen, wie ihr Würfel gezeichnet wird. Ich zeichne Würfel, an dem sich ein Punkt nach einem Punkt zeichnen. Die zwei Punkte gehen eng seitenlängt vom Würfel an, und dann erschenkt darauf sind die Würfel. So wie am GeoGebra kann ich auch die Würfel verreckeln, verschieben, vergrößern. Eben dasselbe wie für die Rundschüssel am Dreidimensionalen. Interessant ist halt die Funktion AR innen rechts am Eck. Wenn ich darüber klicke, sehe ich für dich eine Oberfläche. Und da geht der Würfel an der Realität angewiesen. Ich kann zum Beispiel gucken, welche Gegenstand heute in einem Würfel ähnelt. Mit Bewegen kann ich mit zwei Fingern den Würfel hin und her bewegen, meine Ebene verreckeln oder vergrößern. Und da kann ich zum Beispiel gucken, hat die Körper heute die Würfel an der Realität, die nämlich die Eigenschaften wie mein gezeichneter Würfel. Ich kann an mich nur gehen und rauszoomen. Dasselbe kann ich dann noch mit anderen Figuren machen, wie zum Beispiel hier eine Kugel zeichnen. Oder mit anderen Figuren.